Ducati präsentierte seine beiden veredelten Supersportler 848 Evo und 1198 SP auf der berühmt-berüchtigten Rennstrecke von Imola. Der selektive Kurs forderte Topleistungen von Fahrer und Maschine. Damit sich die Journalisten mit der Strecke vertraut machen konnten, stellte sich niemand geringerer als Superbike-Pilot Carlos Checker als Instruktor zur Verfügung. Der Testa-Stretta-Motor der 848 Evo leistet nach einer gründlichen Überarbeitung nun 140 PS. Das sind 6 PS mehr als in der normalen 848. Das Drehmoment liegt bei satten 98 Newtonmetern. Der gesteigerten Motorleistung haben Brembo Monoblock-Bremsen und 320 mm Scheiben einiges entgegenzusetzen. Ein serienmäßig montierter Lenkungsdämpfer sowie supersportliche Pirelli Diablo Supercorsa SP halten die Duc auf Kurs. Und in Imola kann man jede Hilfe besonders gut gebrauchen. Die Evolution der 1198S nennt sich SP und kommt 2011 zusätzlich zu der Ducati Traction Control und dem Ducati Data Analyzer mit Anti-Hopping-Kupplung, Schaltautomat und einem Öhlins TTX Federbein ab Werk. Doch die allerbeste Nachricht: der große Mehrwert wird sich nur geringfügig im Preis niederschlagen.